Wusstet ihr, dass es im Handwerk über 130 Ausbildungsberufe gibt? Krass, oder? Ich bin Maja und ich stehe hier gerade vor der Handwerkskammer in Wiesbaden. Hier ist heute ein Handwerk live und da kann man Berufe ausprobieren und da nehme ich euch jetzt mal mit hin. Ob der Beruf der Friseurin auch wirklich mein Traumberuf werden kann, das finde ich jetzt am besten in den offenen Werkstätten heraus. Ich will aber überlegen, ob das mein Traumberuf sein könnte. Ja. Wenn man auch selbstfachlich gut ist, kann man auch gut verdienen. Mhm. Dann gebe ich dir das zurück. Dankeschön. Und sag schon mal vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Können Mädels das auch? Ja, klar. Hier, das muss man das Ecke wegmachen. Ah, so? Also Mädels können das auch. Oh, wie süß. Ja, das ist eine ganz moderne Heizungsanlage und wir Schornsteinfeger stehen natürlich nicht nur auf dem Dach, sondern wir sind immer mehr an ganz modernen Heizungen dran. Und jetzt haben wir hier so ein Videoendoskop, damit können wir jetzt überprüfen, ob das Abgasrohr verstopft ist oder nicht. Da schieben wir das in die Abgasleitung rein und auf dem Videoendoskop sehen wir jetzt da die schön frei. Das klassische nur aufs Dach steigen und den Besen reinhalten wird immer weniger. Aber diese technischen Messgeräte, Videokamera, die werden immer mehr. Man sagt ja, Schornsteinfeger bringen Glück. Darf ich zum Abschied jetzt noch einmal an dem Knopf reiben? Gerne. Dankeschön. Hier geht's zum Metallhandwerk. Du brauchst keine festen Schläge machen. Es geht viel einfacher, wenn du einfach ganz leichte Schläge überall einfach machst, sodass sich das Blatt auch verformt. So? Ja, kannst noch ein bisschen fester machen. Was gefällt dir in deinem Beruf besonders gut? Es ist sehr abwechslungsreich. Du fährst mal auf Montage, gehst mal was montieren, machst aber auch mal Werkstücke für deine Prüfungen. Das hört sich gut an. Schwupps, fertig. Habe ich gut gemacht, oder? Und was wird da gerade gemacht? Danke. Wie cool. Ein personalisierter Stiftehalter. Wir bauen so eine Kiste. Gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Da hast du so über die Kante gelegt, ne? Ja. Habe ich noch mal eine Frage zum Schreinerhandwerk? Hast du Fähigkeiten daraus gezogen, die dir im Alltag weiterhelfen? Also ein Schreiner kann grundsätzlich alles. Natürlich am liebsten mit Holz, natürlich am liebsten Möbel zu bauen, aber das Handwerk, das handwerkliche Tun, das eröffnet dir alles. Stolz präsentiere ich meine fertige Werkzeugkiste. Oh mein Gott. Siehst du aber? Ja, ich bin im Badezimmer. Badezimmer. Das ist aber hübsch hier. Ne? Falls jemand fragt, ich stehe in der Badewanne. Das ist ja geil. Was machst du denn gerade hier? Also ich mache jetzt eine Lasurtechnik. Ich tunke die hier ein und dann tue ich die im Kreuzschlag so auftragen. Man kann ruhig ein bisschen mehr nehmen, damit auch schön Struktur zu sehen ist. Ja, genau so ist richtig. Und dann einfach im Kreuzschlag. So? Genau, ja. Also kann man sich auch schon ein bisschen individuell entfalten bei genau, dem Beruf. Ja. Mein neuer Traumberuf ist Kraftfahrzeugmechatronikerin. Ja, die Schornsteinfeger haben mir ja scheinbar richtig Glück gebracht. Das ist eine richtig coole Kanne. Wie sieht
Wieso hast du dich für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker entschieden? Bei mir ging es über mein Hobby, alte Blechroller, also alte Vespas, in die Richtung. Ich habe dann gemerkt, dass ich da Spaß dran habe und habe dann gesagt, gut, jetzt mache ich noch eine Ausbildung in die Richtung Mechanik, Mechatronik. Und so kam ich zu dem Beruf. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir so viel über Fortbewegung gesprochen. Ich würde sagen, ich bewege mich jetzt auch noch mal fort. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist mal eine Maschine. Hi, Straßenbau. Könnt ihr mir mal zeigen, wie das geht? Man fängt immer mit einem kleinen Stein an, wird dann nach außen hin immer größer. Wieso habt ihr euch für den Beruf entschieden? Weil es draußen ist? Immer was Neues, nicht immer das Gleiche und nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Auf meinem Gelände. Okay. Vorsicht, nicht, dass ich dir die Hand abhacke, alles weil gut. Dann war ich. Dachdecker kriegen ein Herz. Mensch, ich habe so viele aufregende Berufe erlebt. Bei den Friseuren habe ich richtig schöne Locken gedreht. Dann war ich bei den Schornsteinfegern und die haben mir richtig viel Glück gebracht. Ich war in den Werkstätten von Sanitär, Heizung, Klima. Danach war ich in der Metallwerkstatt. Bei den Tischlern haben wir einen Werkzeugkasten gebaut. In der Kfz-Werkstatt konnte ich in einem richtig coolen Auto sitzen. Steine geklopft haben wir bei den Straßenbauern. Wir waren beim Elektrotechnikerhandwerk, bei den Maler und Lackierern, bei den Dachdeckern und den Steinmetzen. Das Handwerk ist echt cool. Es ist auch garantiert für jeden was dabei. Auch für dich. Hashtag einfach machen.